So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Resident Evil 4, The Stones, wieder am Controller. Juhu. Und es geht rein in die Burg. Bisher waren wir ja hier nur im Vorhof, ne? Im Vorhof? Im Vorhof. Keine schmutzigen Singer jetzt, Hoffi. Die ist verschlossen. Nee, scheiße. Was ist denn jetzt los? Ah. Das Rätsel. Wir können nichts anderes. Alleine was für ein Schlüssel für diese riesige Tür, so, die nicht mal ein Schlüsselloch hat. Nee, das ist einfach nur, da ist ein Sensor drin. Und das ist ein Sender, das ist so alles per, GPS-mäßig? Nee, dieses MFID oder, dieses System, was die jetzt aber in den Einkaufs-, in den Warenhäusern, wenn du einkaufen gehst, in den Waren machen wollen, dass du das im Grunde nicht mehr bei der Kasse abgeben musst. Okay. Das hört sich nach Napoleon an, ne? Ja. Dem kleinen Bitch-Ass. Ich wollte mir den ja anders nennen, ne? Was war das? Vielleicht später. Wenn wir sehen. Müssen wir uns noch beraten. Ach, schau mal hier. Sonst können wir immer noch piepen, falls wir Muffe bekommen. Ich habe auch gerade, ich weiß, es ist irgendjemand. Ich weiß nicht genau, wen du meintest, aber. Ah, doch, jetzt weiß ich. Jetzt heißt das wer? Block und so. Ja, richtig. Verstehe. Lord Saddler. I'm expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Grünes Kraut. Wie hieß denn jetzt noch unser Kumpane? Der Frauenheld, der Polizist, der Spanier. Gigolo, keine Ahnung. Der ist so, war der nicht auf der Suche oder hat er nicht die Medikamente? Der meinte, er hat auf jeden Fall schon. Gegen unsere Krämpfe? Genau. Was ist denn hier? Merkst du das gerade? Was auf dem Map? Das ruckelt gerade richtig. Mhm. Ich hoffe, der hat die Map gleich im Speicher. Wir haben es gewagt. Ja, wir kommen ja jetzt gerade vom Fußballspiel. Ja, wir haben in der letzten Folge geguckt, genau. Und ja, es ist ja gut ausgegangen für Deutschland. War ein geiles Spiel. Ja, hat Spaß gemacht. 3-0. Oh, da ist er doch. Der Schatz. Purpurne Edelsteine. Oh, jetzt hätten wir die Maske schon, also die eine Geschichte voll. Wenn wir das eine Teil nicht verpasst hätten. Ach. Ja, wieder ein bisschen aufgeräumt. Können wir das schon mit der... Passt perfekt, ja. Und wie du sagtest, wenn wir den grünen am See geholt hätten, den grünen Schatz... Aber ich glaube, von diesen Einsätzen findet man ja noch eher ein paar zu viel. Kann so das war sein? Das, glaube ich, ja. Da sind wir beide einer Meinung, dass wir da von diesen Einsätzen tatsächlich... Weil die auch davon ausgehen, dass man vielleicht nicht alle findet... Ja, dass man vielleicht echt mal ein, zwei übersieht. Genau, dass man also mehr findet, als man letztendlich braucht. Wir gehen hier direkt nach links erstmal, ne? Sollten wir auf die Karte gucken, da hinten sind noch Krüge. Also, wir können hier hingehen, in die Richtung. Wieso nach links? Ist das rechts, ne? Oder? What? Ja, das hier ist links, mir ist egal jetzt, und das hier ist rechts. Genau, nach rechts, ne? Geht auf beiden Seiten. Ne, links ist noch rot. Ja, die sind im Tarnmodus, ne? Die kann man tatsächlich ein bisschen schlechter sehen. Stimmt. Habe ich mich auch bei den Playthroughs früher ab und zu bei erwischt, dass ich die übersehen habe. Zuerst. Ja, und eben gerade sah man da ja schon dieses Wappen, da muss wohl was eingesetzt werden. Wait. Oh, richtig. Oh. In der Tür. Oh, weißt du was? Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was vielleicht kommt, aber unten ist doch schon so ein... Ja. Okay. Geil. Aber erstmal kommen hier Gegner und so, ne? Gegner und so. Block und so. Ja, wollen wir verraten? Wenn der Kleine ist? Wenn wir das nächste Mal sehen. Oh ja. Ich meine, er würde es eh nicht sehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Hast du gesehen, wie ich hier schatzsuchermäßig das gefunden habe? Das hast du Deluxe gemacht, das muss ich ja mal sagen. Wie du das gelöst hast. Was? Achso, oh, ich dachte, ich kann einen Stuhl nehmen. Oder ich kann sie nehmen.
Oh, dann noch ein Schränkchen. Ey, was ruckelt das denn hier rum? Hat der Rechner hier auch schon Schiss? Ja, dabei haben wir gerade eigentlich recht gute Frames für Resi-Verhältnisse. Ja, jetzt aber, wenn man damit rumläuft, dann droppt er mal fix. Und das ist dann zu kurz ein bisschen. Aber komm. Bei diesem Tankspiel ist es ja sowieso am Ende nicht so... Was für ein unscheinbares Schreibstück. Ja, da kommen wir noch nicht durch, ne? Mhm. Da kommen wir jetzt noch nicht durch. Ah, Louis! Sarah! Das ist er. Ja. Ja. Burgdatein, gut. Da sind sie. Oh, kommt jetzt nicht gleich ein Mob? Hier rein müssen wir schon mal gar nicht gehen. Jetzt, ne? Da kommen wir noch nicht weiter. Findet man hier rechts um der genau was? Bild. Und Schlüssel. Ah, genau, und jetzt geht's ins Gefängnis runter, was wir eben schon gesehen haben. Jetzt kommen auch Gegner. Lass mal hier, glaube ich, normale. Ich sehe nichts. Also, die kommen gleich von hinten oder so. Oder erst, wenn man wieder rauskommt. Aber hier auf jeden Fall in den Gang, da kommen sie, das weiß ich. So, Schlüssel benutzt. Oh, viel Spaß. Aber das ist ja nicht schwer, wenn man weiß, was zu tun ist. Ich werde auf jeden Fall sterben. Da steht schon mal fest. So gehe ich an die Sache ran. Oh, ah, Ashley, das ist die, blöd hier. Da ist die Glocke. Ist Ashley mal auf der Treppe? Ich lasse sie auf der Treppe, genau. Wait. Natürlich, wenn dann die Gegner kommen, ist sie ganz schnell gecatcht, aber das sieht man ja dann. Ja. Guck doch mal. Während dem Event. Nee, während dem Ding nicht. Und danach rufst du sie dir gleich. So, da sieht man hier ja schon diese Glocken. So, die hier verschieden hängt. Zwei sieht man bisher. Sind nur die beiden. Die beiden. Und ein Gefängnis. Oh, die Stimme geht wieder weg. Ja. Räusper. Oh, da so, ist er. Und wer ist er denn jetzt? Der sieht also schon mal nichts. Also mit Augen ist er nicht viel. Und wir müssen an diesen Hebel da hinten. Oh ja. Wieso hat der eigentlich keine Telekinese oder sowas? Jetzt vorsichtig. Uiuiui. Ui, ui. Ah, ja, ich gehe dann mal einfach. So. Boah. Gegen eine Glocke schießen. Gegen eine Glocke. Schnell. So, und jetzt im Rücken. Von hinten habe ich immer mal die Schotti, oder was? Ja. Die hier darfst du. Oder die TMP. Oh, Hoffi. Ja, aber du hast die Glocke mitgetroffen, das war gut. So, zur anderen Glocke. TMP, hast du ja in der Zwischenzeit, hast du dir ja vorhin mal, als ich auf dem Klo war, genau. In der Küche am Essen mache, meine ich. Oh, pass auf, dass er dich nicht aus Versehen. Aus Versehen, ja. Nochmal gegenschießen. Ach, er war eigentlich in der Wand irgendwo. Granatski, soll ich ihm eine Granate geben? Ja, oh, vier rote. Gib ihm ruhig mal. Klingt das so viel gegen sie? Weiß ich nicht, haben wir ja noch nie probiert. Ja, das tut ihm auf jeden Fall weh. Oh. Da müssen wir es verstecken. Gut. Da hätte man noch eine geben können, glaube ich. Okay. Schieß mal ruhig, damit er. Ja. Das ist nicht der beste Modus. Am besten ist er, wenn er angelaufen kommt. Mhm. Rose. Hinter der Säule. Jetzt kommt er. Ein bisschen Freddy Krueger für Psychos. Er ist schon... oder also Wolverine. Wolverine mit einem Peniskomplex. Und es kommt doch auf die Klingengröße. Bei ihm scheinbar schon, ja? Oieieiei. Was mache ich? Soll ich mal helfen nehmen eigentlich? Schieß ihm erstmal einmal mit die Pump-Action ins Gesicht. Bringt das was? Ja. Und jetzt umdrehen, weglaufen. Oh, er hat sogar getroffen. Oh, jetzt hat er einen Rücken gerade zu dir. Nimm TMP, genau. Ja, super. Das Geräusch ist so übel auch. Soll ich einfach mal schießen? Die auch keine Glocke mehr hat, ne? Die ging auch recht schnell kaputt. Ja, hätten wir jetzt natürlich schon die Magnum gekauft. Weißt du, was denn? Hoffi! Ich erzähle gleich noch eine Geschichte. Mach mal. Gleich. Lieber Märchenonkel, ich lade die mal auf, ne? Ja. Ich kann nicht umgucken, ich kann mich nicht umgucken. Ja. Oh Gott, oh. Uiuiuiuiui. Ui. Der rennt immer ganz zielgerichtet.
Ohne Glocke ist echt blöd, ne? Ja, schwing doch länger hier rum. Renn! So, jetzt umrennen. Er ist tot. Ja, Mann, halb halb, Chris, halb halb. Ruf Ashley, Mann. Nicht, dass da was passiert. Ja, was ich erzählen wollte, wir haben ja die Butterfly noch nicht gekauft, weil wir ja wissen, wir finden die noch. Genau. Nachteil daran ist... Dass wir sie bisher nicht aufrüsten können, oder? Nee, Nachteil daran, also der große, bei den Random Drops, ne, von Gegnern, ist nie Magnum dabei. Bis man sie hat. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es im kompletten Walkthrough insgesamt 10 fest positionierte Päckchen Magnum-Munition. Okay. Ne, und den Rest halt durch Zufall-Drops. Ne? Und wenn wir sie halt erst spät kaufen oder spät finden, aber wir finden sie ja in der Burg, also geht es verhältnismäßig noch. Okay. Ne? Verpassen wir unter Umständen vielleicht 1-2 Packages. Vielleicht. Okay. Ja, aber das ist klar, das muss man bedenken. Das ist über Dead Space so ein bisschen, ne? Okay. Das ist dann jetzt glaube ich, ist Beef. Wait. Von da kommen wir so? Da nicht. Bisher zumindest. Genau, ich glaube, da bleibt auch so. Oh, da schießen auf der Feuer, Odem, wenn... Das wenn, Ding hier, oder ja, würde ich mal tippen, das... Ah, das hat einen roten Punkt. Schieß. Geile Aktion von Hoffmann. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich habe es auch noch nie gemacht. Das schoss mir jetzt auch nochmal durch den Kopf. Das sind alles keine Masken, ja. Das sind einfach die coole Darth Maul. Richtig, die haben so ein bisschen, ne? Diese Darth Maul-Tätowierung, genau. Ashley? So. Follow mich. Genau, und jetzt waren die Flammendinger weg, ne? Das sah man ja auch eben gerade kurz. Richtig. Kannst du wieder anmachen? Wehe, Ashley. Ich dachte schon, wait! Ich komm nicht schnell genug mit. Ach ja. So. Mach mal Reggie. Da kann man echt mal auffüllen hier. Den Kreis anheben. Spielt ja nichts dagegen, wenn wir die Dinger schnell wirklich verheizen. Und da haben wir die Max-Leben schnell erreichen, ne? Haben wir schon gut was aufgefüllt. Ja, nicht schlecht. Haben wir schon gut was hingekriegt. Und das ist natürlich nice, wenn man es dann das zweite Mal durchspielt und im Grunde selbst schon völlig ausgestattet ist und Ashley dann auch mit mehr Leben versorgen kann. Das hat natürlich auch Art. Wir sind sehen. Ui. Zwei Schützen. Komm schon. Jetzt. Obwohl er, glaube ich, auch beim dritten Mal kam auch noch ein Geräusch von ihm. Vielleicht auch über den Hit. Okay. Stecken sich aber übel aus. Ja. Und der Dynamitmann ist ganz weg, oder was? Wahrscheinlich hat er sich wieder selber umgebracht, aber dann wäre er eigentlich voll mit umgebracht, ne? Richtig. Es wirkte auch so, als wäre es hinter mir explodiert, das Ganze. Ich lade mal nach. Ich will immer eigentlich ein bisschen abwarten beim Laden, wenn man die Pistole wieder ausbauen will. Ja. Aber bei der Pistole ist es halt wirklich schwierig, weil es einfach die Standardwaffe ist. Ne? Richtig. Oh, guck mal wieder in das. Ach, Post haben wir hier schon geguckt, genau. Genau, da haben wir den Schlüssel ja gefunden. Das genau. Gefängnis. Ich glaube auch nichts mehr. Ich will nur mal gucken wegen Sternchen. Sternchen erstmal lange Zeit nichts. Ja. Nur ein Pumpen, oder? So, ich kann sie aber mitlaufen, dann rennen wir uns mal in die Hand. Ja, super. Gut gelöst. Oh, bin wieder angespannt. Wo kam die denn so schnell her gerade? Oh. Ach, gut. Schade, das war immer irgendwie. Oh, das war geil. Wie geil. Das war geplant übrigens. Ich wollte mich auch gerade sagen, schade, dass dir immer die letzte Brise Glück fehlt. Dass da dass das Dynamit mal hochgeht, weißt du? Ach so. Will ja irgendwie immer nicht laufen. Nee, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich früher deutlich regelmäßiger auch auf Dynamit geschossen habe. Aber ich glaube, das war eine der ersten Folgen, die wir hier hatten, wo wir gleich dieses Haus hatten. Richtig. Und dabei habe ich ja gegen Dynamit gleich richtig abgesackt. Jetzt habe ich ein Trauma. Ja, bin ich vorbelastet. Ja, aber bitte keine Cutscene. Spiel. Dankeschön. Oh nein, den Raum krieg ich! Ah, der schockt aber. Ja, ist eine Menge los. Ja, du hast eine Granate. Du hast ja, Granate, Feuer gut. Und... Oh, voller Action, würde ich sagen, geht's direkt weiter in der nächsten Folge, wenn es wieder Soccerzone spielt, Resident Evil 4. Da geht's gleich richtig los mit Karacho, Kabam, Alter. Ich hab Bock!